So. Funks auf Grund Cool erst. Jetzt erstmal nochmal hier angucken, 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 angucken. Ach so. Laden. Mit Gold. Oder nee, ich will eigentlich Steinbruch dann direkt bauen. Sind wir eigentlich so, dass wir mit weniger Geld starten als vorher, Dima? Eigentlich nicht. Nee, glaube nicht, oder? Okay. Würdig. So, können wir hier. Dann haben wir hier noch irgendwas. Nee, in der Nähe haben wir gar nicht. Quelle der Macht haben wir hier höchstens. Ja. Beenden wir mal einen Zug. Das muss jeder von uns einen Zug beenden, dann kommen die Gegner dran, ne? Also jetzt kommen die Gegner, ne? Genau. Und dann sind wir wieder dran. Achso. Der geile Bonus ist jetzt nur, dass wir parallel zocken können. Naja, klar. Und eine Maus verwenden kann. Und so eine Mimose, die auch mit dem Namen M anfängt, nicht dabei ist. Ja, ist ja absolut nicht sein Spiel, glaube ich. Ja, ist ja okay, aber dann, das was ich meinte, ne, dann, also seine Kritik ist da ein bisschen falsch. Genauso wie bei diesem anderen Spiel, was habt ihr gesagt, Xdefiant oder wie das heißt? Ja, ich weiß, was du meinst. Xdefiant, ja. So, warte mal. So, hier brauche ich antiken Bernstein. So, also Steinbruch. Hast du eine vorgefertigte Map genommen, die war, oder Zufall generieren lassen? Ja. Vorgefertigt. Naja, hier ist es, damit ich mehr Aussicht habe. So, jetzt mal schön auf die Map gucken. Was haben wir denn? Hier haben wir Gold. Bedrohungsgefahr angemessen. Okay. Das tue ich mir trotzdem, glaube ich, noch nicht an. Nehmen wir lieber ein paar Rohstoffe. Überwältigend. Quelle der Macht. Ein bisschen Rohstoffe. Würdig. Hier ist noch ein Goldhaufen. Eine Bewegung mehr. Nicht, wir haben noch eine kleine Siedlung, ne? Was? Jeder von uns. Wie meinst du das? Wie eine kleine Siedlung? Ah, das ist da links unten. Okay, was können wir da machen? Ich habe jetzt schon eine nächste Runde gemacht. Ich habe keine Ahnung. Vergiss nicht, wir haben das und das, aber keine Ahnung, was das ist. So, ich kann sogar sehen, wer von euch wer ist da. Wenn man mit der Maus da rechts unten drauf geht. Mit Alex, Dima. Nachjo. So, also wenn ich jetzt auf die Siedlung draufklicke. Da muss man aber. Ah nee, wir können da was hinbauen, ne, Jungs? Wir können dann laden. Da sind kleine Dingens. Also hier ist zumindest ein kleines. Wir können uns vielleicht dahin tippen später. Was bauen? Ich kann da nichts auswählen. Doch, da ist eine kleine Baustelle. Ja, ja, aber ich kann die nicht auswählen, oder wie hast du die ausgewählt? Nein, ne, einfach Linksklick. Okay, bei mir macht das nicht. Komisch. Aber du siehst ach, die Baustelle, ne? Ja, ja, aber ich kann die nicht auswählen. Ja. Ich kann die auswählen, ja. Na, keine Ahnung, ich baue da jetzt erstmal nichts hin. Ich baue erstmal nur bei mir was. Ah, vielleicht hast du meine da, Alex. Das, die bei dir, die kleine Siedlung, das ist meine, ne? Ich glaube, deine ist bei mir links. Ja. Du musst, guck mal Alex, links unten so, siehst ja, du das. Okay. Genau, links unten siehst du das. Wie hat sich denn sowas ausgedacht, okay. Ja. Okay, warte, was war das? Das war ein Steinbruch, das heißt, ich brauche jetzt eine Sägemühle.
So, okay, haben wir das. Dann nehmen wir das Gold hier natürlich an. Dann nehmen wir noch mehr Gold. Und da oben ist theoretisch mehr Gold oder... Ah ja, nach unten kann ich gar nicht. Überwältigend, überwältigend. Dann gehen wir halt komplett nach oben. So, hier kann ich auch nicht weiter. Hier kann ich das auch nicht nehmen. Dann gucken wir uns jetzt noch ein bisschen oben um. So, und das war's. Wir machen. Okay. Du kannst die Siedlung, Alex, auch links unten auswählen, ne? Also neben der Karte, meine ich. Du hast einmal deine Stadt da, deine Metropole und die Siedlung. Damit du halt nicht die Karte bewegst, meine ich. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Okay, nice. Aber ihr habt dann nur eine kleine Baustelle, ne? Was mehr sehe ich da nicht, ne? Bei der Siedlung. Also du kannst ja halt die Siedlung erhöhen, ne? Um eine Stufe. So wie die Stadt. Ach so. Okay. Da ist so ein kleines Portal. Kann man sich da vielleicht nachher hinporten? Oder sieht das nur so aus wie ein Portal? Interesting. So, da haben wir unser Sägewerk. Jetzt genau wollten wir uns. Oh, der hat Bernstein, der Wichser, ne? Ne, das ist Schimmergewebe. So hier. Warte mal, hä? Achso, Quelle der Macht kann man mehrmals besuchen, oder was? Anscheinend. Okay. Warte, was brauche ich? Achso, ich kann hier schon upgraden. Nice. So, mittelgroß. Was brauchen wir hier? Wir brauchen Gold. Kann ich diese Söldnerquartiere machen? Ah ne, okay, hier brauche ich... Nee, nicht Bernstein, sondern dieses. Hier ist dieses violette Erz. Himmlisches Erz. Okay. Himmlisches Erz. Hier auch. Hier auch. Ist der Bazar, den brauchen wir nicht. Also eigentlich nur das hier am Anfang bauen. Mit 2000 Gold. Auf den kleinen brauchen wir. Was brauchen wir für das Upgrade? Ah ja, antiken Bernstein brauchen wir. Genau. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Da ist Gold. Okay, passt. So, dann holen wir uns... Achso, ich habe ja jetzt schon 2000 Gold. Das geplündeter Planwagen. Oh, scheiße. Oh, Gott sei Dank. Kann man abbrechen. Wenn ihr auszusehen Dings drückt, Zug beenden drückt, dann könnt ihr mit E wieder Zug das abbrechen, sozusagen. Also, solange wir alle drei noch nicht abgegeben haben, kannst du immer zurück abgeben. Ja, ja, aber ich meinte nur, es gibt einen Hotkey dafür. Aber das ist auch gut zu wissen. So. Okay, haben wir hier. Da rechts haben wir noch irgendwas Komisches. Oh, wir haben da eine fette Rüstung. So, egal. Wir bauen jetzt die Söldnerquartiere, ne? Und auf den kleinen Bausch. Ach so. Oh, Warteliste voll. Okay, das ist natürlich an der Key. Achso, hier ist noch ein Steinstapel. Hier ist Quelle des Reichtums. Ja, dann gönnen wir uns das mal gleich. Haben wir schon mal alles aufgedeckt.
Hier haben wir ja auch schon alles, ne? Wir sind ja vorbeigelaufen vorhin. Sieh, worüber ich hovern muss, damit ich sehe, was die Stats von den Einheiten von dem Gebäude, was ich bauen will. Ich habe mit der Maus halt über die animierten Bilder, aber der zeigt mir nichts an, oder? Nochmal jetzt wegen Upgrade, meinst du? Nee, ich will aber die Stats sehen von den Kreaturen. Die zeigt er mir nicht an. Die Stats von den Kreaturen? Wie viel Leben die haben, wie viel Angriff, Verteidigung und sowas, ne? Aber die Stats das siehst du bei im Baumenü. Wenn du dann auf das Gebäude gehst und dann auf die Einheit, siehst du das dann, wenn du drüber hoverst, über den Namen von der Einheit. Ja, macht er ja nicht bei mir, deswegen. Ja, ich muss im nächsten Zug mal gucken. Ja, so wie bei mir, siehst du das im Stream? Achso, da, okay, da unten beim Namen. Okay, ups, ja. Warte mal. Hast du auch an, Alex? Ja. Zeig mal bei dir gleich. Ja, ich hier. Was, wo bist du da? Achso. Okay. Ja gut, am Anfang kannst du ja eh nichts bauen, außer die einen. Weil wir haben ja, also wenn du jetzt nicht gerade diesen einen Rohstoff rumliegen hast. Ja, aber trotzdem wegen des Sets. Ich habe ja nicht unendlich Bauplätze. Deswegen überlege ich, ob ich dann eher warte oder nicht. Ja, erstmal schwache Einheiten bauen. Erstmal anfangs, okay. Einfach go. Also ich habe neben mir hier zum Beispiel einen Wolf, bei dem steht angemessen. Glaube ich das niedrigste, oder? Weiß ich nicht. Aber das ist gelb, ne? Ja, das ist gelb, das ist nicht grün. Gibt es noch grün vielleicht, den Bedrohungsgrad? Hätte ich erwartet. Früher gab es ja, ja grün, dann so orange oder gelb und dann rot, ja. So, ich bin da oben. Könnten wir noch das hier holen? Okay, also hier ist versperrt, hier ist versperrt. Hier unten ist versperrt. Hier ist versperrt. So, das heißt, wir haben uns noch oben nicht umgeguckt. Also ich... Ah, oh. Da ist was sehr Gutes. Dann gehen wir dahin. So, die Söldnerquartiere. Wir haben... Baulist? Ah ja, stimmt, der baut ja immer noch. Warte mal, aber zählt das hier auch zur Bauliste? Ah ne, wenn eure Bauliste voll ist, könnt ihr ja zu eurer kleinen Siedlung und könnt da weiter bauen, by the way. Was ist das? Die Grünen gibt es auch als Gefahrenstufe. Ah ja, hast du gesehen oder was? Also Wölfe werden mir gerade schon grün angezeigt. Was ist dieser Wachturm? Maximale Garnisonsgröße. Was ist damit gemeint? Was sind Garnisonen denn hier? Also früher konntest du, also hast du auch so mit Wachturm gestartet und dann Mauer und so weiter, weil die können ja auch deine Stadt angreifen, belagern. Wenn alle Verhandlungen scheitern, überblickt dein Wachturm die Umgebung und schützt die Stadt mit Garnisonen und Ballisten. Aha, okay. Weil eine Garnison eigentlich... Verstehe ich eigentlich darunter, ist ja auch wie so eine kleine Burg. Deswegen verstehe ich nicht, was hier da unter Garnison gemeint ist. Ja, dann startest du, wie gesagt, früher kurz upgraden, ne? Und dann hast du Burg, dann Schloss und so weiter. Ja, aber hier steht ja, steht ja aber, schützt die Stadt mit Garnison. Weil ich kenne das halt von WoW. In WoW hast du in WoD auch Garnison gehabt. Das sind aber ganze kleine Burgen halt. Ja, und also, wie gesagt, hier ist es eine Mauer. Ach so. Upgraden kannst und dann... Ach so. Ist okay. Eine Mauer. Also ist das eine Mauer. Zwei, drei, acht Türme. Alles klar. Ja. Gute Sache. So, dann machen wir den Laden hier hin. Dann machen wir dieses Upgrade hier. Jetzt die Bauliste voll. Und latschen können wir auch nicht mehr, ne? Nope. Dann passt das.
Was wird da hingebaut? Dampfkreuzbuddler. Was ist das denn? Ach, Buddler ist hier das, wo du Gold kriegst, ne? Oder? Heißt das bei dir? Willst du wissen, von welcher Violette der Violette ist? Dima. Dima. Aha. Was denn? Hast du beim Lager so ein Goldgebäude gebaut, oder was? Ja. Achso. So, hä? Was ist jetzt passiert? Hat sich so angehört, als ob ich Schaden genommen habe und mein Bildschirm hat so gewackelt. Hä? Okay, komisch. Ist vielleicht gegen eine Wand gelaufen? Falschen Move gemacht? Genau. Ja, das könnte sein. Könnte sein. Nächste Wand hier auch Gegner, ich laufe. Das ist im Bereich des Möglichen. So. Warte mal, wir haben da oben was? Wir haben Schimmergewebe, Gold. Ein Speer. So. Achso, ja, schon muss ich in die Nähe gehen. Und voll. Hier brauche ich. Ne, zum Upgrade brauche ich einen tiefen Bernstein. Aber hier brauche ich Schimmergewebe. Forderliche Gebäude laden. Ach, man muss. Aha. Ja gut, egal, bauen wir halt noch einen, ne? Ja. So, Bauliste ist voll. Ne? Genau. Dann können wir weitermachen. So, wir können ja hier noch. Ich brauche eigentlich öfters mal eine Sägemühle, ne? Bernstein. Ja, den Mist musst du echt suchen. So, wir sind voneinander sogar getrennt durch so einen See. Ich gerade, also ich und Alex zumindest. Das Schimmergewebe hat der Alex auf der linken Seite ganz schön viel, Alter. Aber gut, da muss er die ganze Zeit kämpfen. Was ist denn das für ein Rohstoff? Komisch aus. Sieht wie ein eiserner Hodensack aus. Was? Ja. Guck mal so links von deiner Burg. So ein bisschen weiter links. Sehen hier, oder was? Dieser Helm. Das ist ein eiserner Hodensack. Was immer du dir da vorstellst, keine Ahnung. Ja. Ist okay. Auf ist einer raus. Platte. Will ich nicht verurteilen. So. Das habe ich schon lange. Shit. Okay. Mhm. So. Machen wir noch ein. Warte mal, beim Markt habe ich. Oder hier. Ein weiterer Spieler ist der Schlacht beigetreten. Wie geht das denn bitte? Hast du den Raum öffentlich gemacht? Was? Da stand gerade da, ein weiterer Spieler hat den Raum betreten. Hast du es öffentlich gemacht? Keine Ahnung. Eigentlich nicht. Ich glaube, anfangs habe ich gesehen, nur mit Code. Eins, stand da zwei, oder stand da vielleicht, dass andere Spieler kämpfen? Nee, also ich sehe jetzt nichts. Ich habe jetzt hier angeklickt rechts. Ich sehe da nichts, dass da noch ein weiterer kommen ist. Also alles fein, anscheinend.
Ach so, nee, ich glaube, das war einfach die Info, weil Dima kämpft. Ach so. Hast du gerade gekämpft? Ah. Ja, ich wollte jetzt kämpfen, ja. Ah, ja, ja, das ist klar. Ah, okay. Ja, ja, genau, genau, genau. Boah, kann ich das nicht ausmachen? Geht mir jetzt schon auf den Sack. So, so schlimm ist es ja nicht. Ja. Wir können. Also bei euch läuft weiter normal, weil ich habe jetzt Schlacht gestartet. Ja, ja, wir sehen deine Schlacht ja nicht, also. Interessiert nicht Aasreißer oder den hier, Dudelsack-Typen. Aber bei mir zum Beispiel steht, ich kann jetzt gerade nicht kämpfen. Das kann sein, dass einer nur gleichzeitig kämpfen kann. Das müssen die noch anpassen. Ja, das macht aber keinen Sinn, warum solltest du nicht kämpfen können, hä? Also gegen NPCs nicht. Macht keinen Sinn, aber gegen andere Spieler macht's schon Sinn. Na, aber wir haben ja hier keine anderen Spieler. Ja, oder ja, wie meinst du das? Das verstehe ich gar nicht. Also, weil Dima kämpft ja gegen irgendwelche NPCs, dann macht's ja, ja, genau. Nicht können. Aber früher war das halt auch geblockt, wenn du andere Spieler, also andere Farbe gegriffen hast. Okay. Weil der muss ja erstmal kämpfen und dann kannst du ja gleichzeitig so lange weiter rumlaufen und seine Sachen wegnehmen, deswegen. Komisch. Ja, jetzt mit der NPCs macht es gerade keinen Sinn, keine Ahnung. Deswegen habe ich hier noch ein. Ah ne, ich habe nur noch eine mittelgroße Baustelle. Bringt mir jetzt aber nicht so viel, ne? Ha. Ha. Ja, das mit der Dings, also mit der kleinen Siedlung bringt einem jetzt auch nicht so viel, außer wenn du halt einen zweiten Hüter hast. Achso, ich kann schon einen zweiten Hüter machen, okay, habe ich gar nicht gesehen. Never mind. Ah, 3000 kostet der, okay. Und dann kann man. Und dann kann man den zweiten Hüter dann zu Dings schicken. Zu der Siedlung schicken. Ich habe mir einen zweiten Hüter gemacht, der halt so nebenbei Ressourcen sammelt und so. Ja, ja, aber man könnte halt auch zur Siedlung schicken, weil man hat ja dort auch, wenn man Stufe 2 hat, auch eine mittelgroße Baustelle, wo man halt ne Dings bauen kann. Also Einheiten bauen kann. Ja gut, muss ich danach mal sehen. Ja, ich bin eh ready. Ich kann das hier holen. Ich kann die Geldkatze holen. Ich kann das Schimmergewebe holen. Und dann kann ich hier noch in den Süden gehen. Ja. Du hast hier bei dir im Süden einen himmlischen Erzdiener, ne, der frei rumsteht. Also Mine meinst du? Nee, einfach einen himmlischen oder zwei, ich weiß nicht, wie viele das sind, das ist keine Mine. Einfach das Erz liegt auf dem Boden rum im Süden, vielleicht hast du es ja übersehen. Ach da, ja, ich glaube, ich kann da gar nicht hin. Na doch, hier links ist doch alles frei. Oder? Nee, ich kann da nicht vorbei. Ich glaube, ich kann bei den Bäumen da nicht vorbei. Ah, hier, weil diese, ja okay, das kann sein, das weiß ich nicht, ja. Geht, müssen wir noch was machen? Ja, ich bin hier kurz was zum Chicken. Okay. Lass mal Voting für Kick starten. Der braucht mir zu lange. Vote Kick! Demokratisch abstimmen, ja. Natürlich. Was war besser? Zwei. Steinbock. Okay. Mm-hmm.
Okay. So, dann holen wir uns das Gold. Achso, Scheiße. Holen wir uns das. Oh mein Gott, keine Bewegung mehr. Unlucky. So, da stand gerade auch, die Zeit vergeht und die Stärke der Feinde nimmt zu. Ja, das ist natürlich nicht gut, ne? Habe ich jetzt... Ja, ich habe genug Gold. Genau, dann kaufen wir uns hier ein... Hier, ne? Da. Nimm den Kollegen. Jetzt können wir mit dem Kollegen theoretisch auch schon die Einheiten bauen. 150, dann hat er schon mal 10 von denen. Und dann, achso, ich kann ja nur 600. Okay. Die Upgrades sind hier mit Bernstein, Bernstein. Ist das bei euch auch so, Alter, dass ihr keinen Bernstein irgendwo rumliegen habt, ey? Mhm. Echt ein bisschen unlucky. Aha, jetzt steht bei mir einfach da. Okay, cool. Kann ich den Kollegen ja schon mal legen. Also, was ist das? Ich kann ja doch verwandeln. Pickernierinnen. Kann nicht einfach. What the? Warum denn nicht einfach Pickernieren? Warum Pickernierinnen? Schlecht übersetzt, sage ich, ne? Jesus. Ja, anscheinend. So. Hä, warum konnte ich jetzt nur zwei bauen? So. Der Vorrat ist leer, ja. Dauert einfach immer ein paar Runden, bis wieder aufgefüllt ist, oder was? Warte mal, der hat die Einheiten. Naja, der hat die hier, Musketiere. Und bei Might and Magic war das einfach mit Bauen. Konntest du einfach auf die Stadt klicken und dann konntest du sehen. Jetzt muss ich irgendwie erstmal den Bauplatz suchen. Erstmal checken, ob das jetzt ein kleinerer oder ein größerer ist. Hm. Was ist dieses Truppeneinberufe? Berufe Truppen ein, die deinen Hüter bei seiner Eroberung unterstützen. Du sollst einfach Truppen kaufen, ne? Für deine Helden. Ach so. Also da muss ich nicht zu den einzelnen Gebäuden oder was? Genau. Und wenn du mit der Melden dann irgendwie nur in die Nähe des Hauptgebäudes kommst, kannst du dann alle direkt mitnehmen. So hatte ich das verstanden.
Okay. Ist ja auch ganz nice dann. Du bist gerade im Kampf, Alex, weil bei mir wird hier so ein X angezeigt. Ja. Okay. Ja. Ja, das Schlachtfeld ist besetzt. Steht unten da anscheinend. Oh jo. Okay. Herr Ratolek, beeilen Sie sich. Ich will kämpfen. Ja, alles gut. Alles entspannt. So. Ja, gibt's mehr Optionen? Sehe ich die jetzt einfach nicht? Tödlich. Oh, da ist Bernstein. Das ist natürlich Nietzsche. Das ist ganz interessant dann für mich. So, ich habe bei dem habe ich noch Bewegungspunkte übrig. Kann ich noch irgendwas holen? Das kann. Ah ja, hier, ich muss ja erstmal den töten. Der hat auch. Ne, das ist kein Bernstein. Das ist aber Bernstein. Oder? Ne, doch, das ist auch Bernstein. Und die haben auch Bernstein. Okay, sehr gut. Das sind auch Schatzkisten. Da ist das eine Erz. Das raff ich aber nicht. Warum muss man denn warten, bis der andere fertig ist mit Kämpfen, hä? Oh oh, hat da jemand verloren? Ah ne, das ist einfach ein X. Ich habe hier schon mal Go gemacht. Ich bin mal eben auf Toilette. Sag Bescheid, Alex, ne? Jo. Easy Victory. Nice. Müsste dann jetzt gleich wieder für dich freigegeben sein. Schulz. Du machst hier Sachen. Okay, nice, jetzt kann ich. So, Musketiere nach hinten bitte. Tüffler nach vorne, glaube ich. Erstreißer kann auch nach vorne und manuelle Schlacht. Okay. Bin ich jetzt dran? Ja. Bam. Ist das? Verbündete Zieltruppen bis zu einem Hex bewegen und sie danach in einem zufälligen Mittelten angrenzen. Sie danach in einem zufälligen Mittelten angrenzen Hex platzieren. Okay. Von mir aus. Nee, warte mal, wir machen mal hier hin. So, bam. So, der Wächter, was kann der 10 Schaden an Zieltruppe verursachen? Joa, machen wir. Hä? Geht das nicht? Ah, jetzt. So, und der Kollege kann sich ja schon hierhin bewegen. Hast du da eine Mine freigeschaltet, Alex? Wie meinst du Mine freigeschaltet? Eine Mine, so eine Erzmine. Also einfach gebaut. Ja, oder was meinst du? Ja, ich also, warte mal, Stein meinst du? Also, schon irgendwie bitte ein bisschen mehr Details. Was meinst du? Ja, das ist halt zu Minen, was soll ich da genau sagen? Halt mitten auf ja, der Map. Ich selber bei mir bauen oder die du finden kannst, nachdem du gekämpft hast. Was meinst du mit Minen? Ja, du hast freigeschaltet. Gekämpft. Ich sag ja, hast du eine Mine freigeschaltet? Nee, ich habe auch nur gekämpft und einfach ein paar Items erfordern und so weiter. Anstatt einfach zu sagen, nachdem du beim Kampf hast du eine Mine freigeschaltet. Lieber, hast du nicht so kompliziert, Junge.
Ja, hast du Mine freigeschaltet? Ja. Dann kommt was bei Sonne. Junge, ich hatte gerade erklärt, wie man es einfach macht, damit wir keine Verwirrung haben. Und du? Einfach mal. Ich glaub's nicht. Weiß nicht, ich fand's logisch. Halt. Ich weiß nicht. Das hast du ja freigeschaltet, ja. Vielleicht. Weiß ja. Ja, nach dem Kampf halt. Ja, hab ich dann. Immer so, ja, in meinem Kopf hat das Sinn ergeben. Ich hab mich verstanden. Du kannst jetzt kämpfen, Lima, ne? Ich wollte nicht kämpfen. Ich wollte nicht kämpfen. Hä? Nicht? Ich hab aber nur gesagt, dass er schon mal abgegeben hat. Ne? Ach so. Okay, gut. Ich dachte, du wolltest auch kämpfen. Aber gut. So, warte mal, habe ich jetzt mit dem schon. Ja, genau, mit dem habe ich schon alle Bewegungspunkte aufgebraucht. Und mit dem kann ich jetzt wieder zurück, ne? Das ist riskant. Das ist keine Ahnung. Das ist auch keine Ahnung. Okay, passt. Weil die Performance-Probleme ist gerade auf 60 auf 59 gedroppt. Was soll denn die Scheiße? Aber läuft echt gut, muss ich sagen. Ich hab so. Oh. Okay, ne, jetzt war er tatsächlich gerade beim. Also ich guck. Bonus bekommen, das habe ich nicht verstanden. Bonus? Ne, ne, das ist. Oh nein! Nein! Bitte abbrechen! Oh mein Gott. Ich habe meine Einheit jetzt. Oh mein Gott. Einfach 10 Kilometer in die. Oh mein Gott. Obwohl, ich kann ja. Nee, stimmt. Eigentlich ist okay. Okay, passt. Wir könnten so hier machen. So. Das hier machen wir. Schalten wir frei. Okay, und mit dem muss ich dann da ran. Was brauche ich hier für das Upgrade? Mehr Gold und mehr Holz. Hier hatte ich diese Bernsteine gebraucht. Ja, sind da. Ah, hier, da ist Bernstein gedroppt. Ich habe das gar nicht aufgehoben, ich Vollidiot. Ja, und das habe ich auch nicht aufgehoben. Ah, ne, jetzt steht auch Besuch da. Okay, komisch. So, was ist mit dem Lager hier? Kann ich hier irgendwas machen? Sägemühle. Mit dieser Wassermühle, was kann man denn an der Wasser... Ah, ne, Quelle des Reichtums steht ja da. Ja, die Söldnerquartiere bringen mir da nicht so viel. Da kann ich eine Axt abholen. Und hier brauche ich dieses Schimmergewebe noch ein Stück. Okay, mach immer fertig. Ready. Ja, deine ganzen Gebäude sehen halt richtig geil aus. Alex. Welche? Meine? Na, allgemein halt. So ist eine coole Fraktion, die du hast. Ja, aber hast recht, meine sehen geil aus. Deine Holzhütten hier im Varioge, was ist das denn, ey? Bunga Bunga halt. Ich habe auch gesehen, die bringen irgendwann entweder dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres bringen die den DLC raus. Zwei neue Völker, jo. Mir direkt auch diese Roadmap angeschaut. Na, genau. Ich glaube, Quartal 2 haben die gesagt, also was heißt das? Das heißt Mai bis Juli oder sowas? Nächstes Jahr, ne? Ja. Ist schon ganz cool. Jetzt ja, aber die bringen, glaube ich, alle drei Monate aber auch was so raus. Also einfach eine neue Kampagne, glaube ich. Und ja, Kleinigkeiten. Ja. War auch schon ganz geil. So, wir können... Bam. Hä? Kein verfügbarer Platz. Ach so. Scheiße, habe ich jetzt... Das ist jetzt falsch gemacht, oder?
Nee, naja, gut, nicht unbedingt falsch, aber. Okay, wer kämpft von euch? Ich. Hä, wie war das nochmal? Wo konnte man nochmal weitere. Ah, nee, man musste leveln, ne? Aber. Muss das ein Level aufsteigen, ja. Aber wo konnte man. Was waren das denn für Dinger, an denen man levelt? Ich sehe gerade gar keine bei mir in der Nähe. Auch einfach Monster besiegen, ne? Kriegst ja auch Erfahrungspunkte. Okay. Achso, da kann man nichts erlauben. Okay. Kann ich dich ballern? Ja. Das sind Nagel. Bewacht. Der wird gleich hier so. Oh, hier. Einfach. Kann ich ja. Nehmen wir aber erstmal das hier. Bewacht. Würde ich. Dann gehen wir hier hin. Würde ich. So, wir haben jetzt Anstein geholt. Dann können wir. Einmal Gold und einmal. Sagen Gold erstmal. Achso, wir können. Ne, wir können nicht alles upgraden. Den Bernstein habe ich an zwei gehabt. Kann ich jetzt noch, ja. Hier haben wir dieses Schimmergewebe gebraucht. Hier auch Bernstein. Den Bernstein würde ich mir jetzt. Ja, warte mal, Bernstein gab es hier und hier. Die Axt habe ich abgeholt. Kann ich irgendwie 23. Ich finde es irgendwie komisch, dass du die Gebiete, die du schon entdeckt hast, halt, dass da halt Schatten sind. Dass du da halt, weil das Ding ist halt, die Gebiete, die ich entdeckt habe, ich kann dann nicht mal die Viecher, die ich da entdeckt habe, jetzt angucken, also wie gut die sind sozusagen. Ich muss da immer wieder hinlaufen. Ich finde das irgendwie bescheuert. Ja, die werden ja immer stärker und dann kriegen ja mal mehr, mal, ja. Ja. Ja, aber dann soll mir das, wenn ich das Gebiet eh schon entdeckt habe, dann soll mir das angezeigt werden. Warum muss ich da immer wieder hinlaufen? Das ist doch blöd. Man hat ja eh nicht so viele Bewegungspunkte. Weißt du, was ich meine? Wir nehmen den hier mal an, nehmen erstmal das hier. Habe ich jetzt echt. Oh nein, ich habe meine Bewegungspunkte deswegen aufgebraucht. Scheiße. Egal. Es war ihm schade, dass man nicht, während man wartet, ihm jetzt zugucken kann bei der Schlacht. Oder geht das? Muss mal gucken, weiß ich gar nicht. Wir werden jetzt angezeigt von den Einheiten, Alex, wenn ich über die Hover. Oben links. In dem Charakter. Kannst du mir gleich zeigen, wo? Also dort habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ach so, man kann auch forschen, by the way, ne? Ja. Aber das ist nicht in einem Gebäude, das ist einfach nur. Steht da nicht, dass du eins bauen musst? Also bei mir, oder? Ich dann, ah ja, doch, Gebäude fehlt, ja, hast recht, eine Gießerei braucht man. Ah ja, okay. Informationen. Noch. Abgespeichert, vorsichtshalber. Junge, Alex. Geht denn? Junge, ich hab die Froschpower hier. Froschpower, du hast die. Ich brauche 10 Stunden Power. Taktik, Taktik. Mich erstmal eingrooven, ganze Zauber, sonst was, Fähigkeiten, dann geht's schneller. Achso, du bist gerade fertig geworden, nice.
Digga, was, du bist Level 4? Ich bin nicht einmal aufgestiegen bisher. Junge, kämpfen. Ja, das wäre jetzt mein zweiter Kampf, aber ich muss nächste Runde machen. Aber du hast ja irgendwo, wie heißt das, Quelle des Wissens oder sowas, wo man eine Stufe aufsteigt? Oder wie heißen diese Gebäude? Keine Ahnung, wie das auch auf Englisch. Achso. Jetzt habe ich eine Mine freigeschaltet, Dima. Dafür habe ich gekämpft. Ach so, du kannst dann... Und die Minen, die gehören dann dir und die produzieren dann diesen Bernstein, oder was? Ja, auch pro Runde. Also kannst auch mit Holz und so weiter. Hier habe ich auch, glaube ich, eine Holzmine, so. Steinmine. Okay, so. Du dreckiger, du. So. So, ich würde sagen, wir kämpfen erstmal einfach. So. Ich würde sagen, das ist ziemlich unverschämt. Nee, wenn ich hier schon... Ne? Und so? So. Nein. Was habe ich jetzt hier? Machen wir so hier. Hat ja nur Fernkämpfer, der Wichser. So, wir könnten aber hier Schaden verursachen an diesen Typen hier. Würde ich sagen, beenden wir den Zug einfach. Zug, dass er mal rankommen. Ist das... Ne, das brauche ich nicht. Oha, jetzt habe ich richtig gezaubert. Alle Truppen halten minus... Oh ja, alle Truppen halten minus 25 Fernkampfoffensive. Ja, let's go, boys. Na? Ach, das hier ist ein Kind. So, du bist tot. Du bist auch tot. Laufen wir hier hin. Machen wir das hier. Und dann bam. Alle Zeiten sind manchmal echt weird. Aber geht. So. Mal das. Ah, let's go. Aufgestiegen. Ach so, man steigt mit den Hüter auch noch einzeln auf, ne? Nicht mit beiden. Uff. Jeder für sich selber, ja. Uff. Naja, gut. Machen wir mal das. Würde ich heraus. Gehen wir mal zur Base dann zurück später. Und mit dem Kollegen müssten wir ja auch. Ja, toll, mit dem Kollegen brauchen wir eigentlich diese. Kann man Truppen eigentlich auch wechseln dann? Wie meinst du das? Naja, ich habe jetzt zum Beispiel eine Bestie drin. Kann ich die Bestie zum Beispiel rausnehmen und dafür eine andere Einheit reinmachen? Ja.
Okay. Zu wissen. So, wir nehmen die. Schatten. Und wie mache ich das? Bist du gar nicht am Stream? Ich nicht. Ich nehme gerade nur auf. Ich lade ein Video hoch. Weißt du, wie ich das mache, Alex? Nee, da habe ich geschaut. Aber ich denke, bei dir irgendwie zu Hause eine Garnison und dann kannst du die austauschen. Einfach so rüberziehen mit einem anderen oder sowas. Irgendwas mit... Ah, hier. Ich weiß, wie das geht jetzt. Du gehst auf irgendein Gebäude, wo du Truppen baust. Und dann machst du Rechtsklick auf deine Einheit, die du weghaben willst. Und dann steht da Truppe auflösen. So, nehmen wir jetzt. Warte mal, Fernkämpfe haben wir hier schon, ne? Nee. Sind ja keine Nahkampfreichweite. Nee, wir haben da keine Fernkämpfe bisher. Also wir nehmen die Fernkämpfe hier mit. Perfekt. Jetzt können wir gucken, riskant. Ja, das ist auch ziemlich wenig. Ja, ich habe noch nicht viele. Was brauche ich noch hier? Gold. Kann ich irgendwas aufwerten? Ne, ich brauche ja Bernstein dafür. So, was ist mit dem Kollegen? Wir könnten ja... Achso. Ne, mit dem wollte ich ja zurück. Was ist hiermit? Geht nicht. Und da brauche ich auch Bernstein. Ja, also nicht. Bauen wir das Ding mal hier. Okay. Dann ist das erstmal. Ach, sind schon weg. So, und wie jeweils die Einheiten. Okay, hier kann ich ja nichts mehr machen. Muss eigentlich. Oh, fuck. Ah, ich hasse das. Gold und Holz. Habe ich jetzt 10, 20 angemessen. Angemessen. Es ist den hier herausfordernd, tödlich. Ich würde eigentlich gerne den Weg nach unten freischalten. Würde ich unbekannt. Herausfordernd. So, was ist mit dem Typen hier? Hä? Da muss ich dem an den ran. Riskant. Hört sich jetzt nicht so gut an. Boah, Hintergrundrauschen des Todes. Die war. Was? Das bist du. Keine Ahnung, ich habe nichts gemacht. Ja, aber korrigier es. Das bist du. Ja, was soll ich machen? Also gerade was nicht. Keine Ahnung. Also das war schon länger. Nur langsam geht es mir auf den Sack, ist immer zu sagen. Aber ja, sag das doch, dass es schon ist.
No risk, no fun. Let's go in Kampf. So, warte mal, kann ich die jetzt nicht irgendwie zuschauen? Belonging to Modus Grisha, Battlefield. Ich will zuschauen. Ja, das finde ich auch ein bisschen dumm, ganz ehrlich. Die ganze Zeit Klugscheiß an. Ah, das und das machst du falsch. Hab ich gesehen. Chance, Gameplay, Battlelog. Ja, warte mal, das bringt mir nichts. Wir gehen hier weiter vorne. Ist das besser jetzt? Ja, also ich höre jetzt nichts zur Zeit. Okay. Auf in den Kampf! Mach die kaputt! Jawohl! So, was haben wir hier? Nahkampfoffensive und Fernkampfoffensive. Ne, warte mal, oder? Wir machen das Schild drauf. Achso, wir können beides drauf machen. So. Jetzt? Hä? Achso, ja gut, dann gehen wir halt näher ran. Auf die Fresse bekommst du. Nein, der hat meine Einheit getötet. Macht nichts, wir haben noch welche. Und tot. Und aufs Maul. Und was haben wir hier noch? Geben wir dem das. Das und... Hä? Kann beim Nachladen nicht angreifen? Ja, fick dich doch. Dann lad doch nach. Wo Problem? Bam! Easy! Lädt das bei dir auch so knapp eine halbe Minute gefühlt nach dem Kampf, Alex? Nee, so lange nicht. Naja, keine Ahnung, dann 15 Sekunden oder so. Eigentlich weiß nicht, ich glaube 3 bis 5 Sekunden. Echt? Ja. Das ist ja nicht schlimm. Dann ist das nur bei mir. Dann ist das nur wegen meinem System. Würdig. So, was ist mit dem Kollegen hier? Riskant. Kann ich mit einer Einheit mehrmals in Kampf? Ja, ne? Ja, klar, solange du Bewegungspunkte hast. Ja, na also dann. Aktion machen, wie du willst, also kämpfen und sonst was. Gibt's noch mal aufs Maul. So. Oha. Die beste Idee. Aber gut. So, warte mal, was ist der 7 und 8? Dann machen wir erstmal das hier. Den Tod. Okay, das ging jetzt ziemlich schnell. Machen wir das. Brauchst du dein kleines gar nicht aus, Dima? Nee. Bam. Was baut ihr denn da so? Ich mach da einfach Rohstoffe, ne? Ich hab da das Holz, Steine und sowas hingelagert. Ja. Naja, weil Truppen. Die Einheiten. Weil Truppengebäude dahin zu bauen macht halt keinen Sinn, ne? Weil. Muss halt erstmal mit jemandem dahin. Aber ja. Dort dann die Rohstoffe und bei mir dann deswegen die Einheiten. Also ich habe bei mir zum Beispiel noch einen Markt hingebaut. Ja, ich bin überlegen, da gibt es irgendwie so ein Camp oder so und da steht irgendwie, du kannst die Einheiten dann hin und her schicken. Aber brauche ich eigentlich gar nicht. Nein! Ich verteufle diese Bewegungspunkte. Achso, mit dem kann ich. Hä? Dem habe ich mich schon bewegt? Okay. Zum Beispiel übelst viel Stein. Und deswegen werde ich den Stein einfach
Sobald der Markt fertig ist, werde ich einfach ein bisschen, also Bazar, wie auch immer, werde ich einfach den Stein ein bisschen verkaufen. Falls ich mal das Gold brauche. Ah, ich brauche die scheiß Bernsteine. Wo gab's die? Die gab's hier. Und, ah ja, hier oben. Okay. Brauche ich hier noch? Holz. So wenig Holz. Was denn? Ich meine, ich habe doch auch hier eine Sägemühle. Hm. Diesen scheiß Bernstein. Mein Gewebe wäre auch nicht schlecht. Ja. Gut, machen wir erstmal fertig. Schimmergewebe ist da oben bei der Ratte. Kann ich das mit einer Einheit holen? Und Bernstein nur hier links. Achso, hier oben und hier unten. Ja, stimmt. Mal noch ein bisschen, was hier nach links ist. Da ist auch Bernstein in der Nähe von Dimas Siedlung. Komme ich mal gleich vorbei. Mal Besuch. Ja, Dima kommt da, glaube ich. Dima kommt ja, glaube ich, eh nicht zur Siedlung, weil da ein Meer oder ein Fluss zwischen ihm und der Siedlung ist. Vorbei. Was ist das für eine Scheiße? Das mich verarschen? Nee. Komet. Ein Feuerball jagt durch den Nachthimmel. Es wird für eine neue Waffe gehalten und es kommt zu einem Gefecht zwischen zwei Handelshäusern. Die Kosten des Krieges sind enorm. Alle kleinen Behausungen erzeugen minus 40%. Ja, fuck off, Alter. Was ist das denn für eine Nach? Gab's früher auch einfach so Zufallsdinger. Mal. Ja, ja, ich weiß. Ist ja cool eigentlich, aber voll die Verarsche. War? Okay. So, was ist das hier? Hä? Schlachtfeld ist besetzt? Wer kämpft denn? Das kann doch gar nicht sein. Ist doch gar nicht besetzt. Also ich habe eigentlich schon zu Ende. Ihr müsstet eigentlich wieder können. Ah ja, okay. Gut, ja, ja, können wir auch. Das ist gerade irgendwie komisch. Oh, ich muss eh zurück um Truppen bauen. Oh mein Gott, ich brauche noch Bewegungspunkte für den Scheiß. Okay. Soll ich? So, was ist das? Riskant, ja, ist egal. Riskant ist okay. Riskant kriege ich hin. Ich habe ja noch Delfin. Kriegst du es wirklich hin? Boah, jetzt würde ich dir gerne zuschauen. Machen Sie gleich mal Stream, Kollege. Ja, Stream und Aufzeichnung auf jeden Fall. Kannst du dann bei YouTube angucken. Wenn die langweilig ist. Auf Arbeit. So. Ja, so, warte mal. Dann kann ich in der Zeit das hier aufwerten. Dann gehe ich. Ach, man hat auch eine große Baustellen. Oha, Alter. Ja, let's go. Dann hole ich mir die Feste hier. Weil Söldner Quartiere haben wir ja schon. Jetzt kommen wir mit der großen. Oh, Alter. Mit Kanonen. Naja, okay. 10 himmlische Erz. Immer kämpft, okay. Gegen ein paar Dudus. Ah, hier. Handelsgilde kann man auf großen Baustellen bauen. Oder Gießerei. Ha. Das ist halt das Ding.
Na gut. Oh, ich habe gerade was Cooles rausgefunden. Alex, halt mal Alt gedrückt. Also linke Alt-Taste gedrückt. Dann guck dich mal um. Ja. Das ist eine sehr sinnvolle Funktion. Aber das Geile ist, wenn... Kann ich das in der Option nicht dauerhaft dann machen? Ja, das wollte ich auch gerade wissen. Direkt mal gucken, ne? Aber das Ding ist, bei der FPS stürzt dann dadurch übelst ein. Ah, okay. Die ist vielleicht falsch gemacht und der zeigt jetzt die ganze Karte an und nicht nur... Ja, bestimmt. Ist das bei dir auch so, oder nicht? Nee. Krass. Er droppt dann einfach auf 40 oder so, sobald ich das mache. Aber ja, ist egal, ist eine gute Funktion. War einfach zwischendurch so, ja. Finde ich schon geil. Ich habe das irgendwie einfach random gedrückt. Aus Versehen mit Ellbogen drauf. Ja, Ellbogen vor allem. Bam, so aus Versehen. Jetzt bewege ich mich immer WASD Ellbogen. So wurde ich Counter-Strike-Profi, hallo? Auf welcher Taste Christ springst du bei Counter-Strike? Ellenbogen. Der Gegner doch klar. Was ihm geschieht. Ja, aber welche Taste? Ellenbogen Leertaste. Hörst du mir nicht zu? Ist das geil. Warte mal, können wir mal hier gucken. Ich brauch diesen scheiß Bernstein, Mann. Überall braucht man den Scheiß. Naja, Schimmergewebe könnte ich. Genau, ich baue jetzt mit dem gleich. Naja, keine Bewegungspunkte. Dann gehe ich mit dem hier oben hin. Und dann kann ich das hier schon mal upgraden. Stein habe ich eigentlich kein Problem. Habe ich dann nur ein... Ich habe da... Ich verstehe... Bei mich rafft das nicht. Ich habe... 2 Sägemühlen, aber ich habe übelst wenig Holz. Aber mit Stein habe ich kein Problem. Gebe ich einfach nicht so viel Stein aus? Ich raff das nicht. Ja, kannst du wieder zweimal hintereinander zaubern, die mal? Ja. Kann man doch die ganze Zeit. Krass. Du kannst so viele Zauber wie möglich. Die ganzen Zauber, die auf der linken Seite stehen, das kannst du so viel benutzen, wie du willst. Das kann man früher nicht. Das ist. Boah, Powered vielleicht. Muss ich mal gucken, ob die das ausbalanciert haben. Ist ja kein Beta-Test, du Opfer, das Spiel schon draußen. Ja, aber Balancing ist ja was anderes, ne? Ich weiß. Stimmt, ich könnte den Laden hier erweitern. Nee, kann ich nicht. Brauche ich auch Bernstein. Uff. Kollege, bist fertig endlich? Sehr gut. So, dann kämpfen wir mal. Musketiere nach hinten. Das machen wir hier hin. Obwohl, können wir auch hier hinstellen. Machen wir mal oben hin. Alle Schlacht. Let's go. Opa, Alter, was hat denn der Bogenschütze für eine Reichweite? Das ist komplett verarschen. Hä, wieso kann ich mich nicht draufstellen? Das. Boah, jetzt übertreib doch mal nicht, Alter. Junge. Nachladen nicht angreifen, Wichser. Ja, es gibt gehört, Dima, wenn du. Guck mal, die Alt-Taste. Das wird gezeigt.
Also alt gedrückt ja, halten. Ja, für die Suche. Zeigt er die Information von der Karte an. Das ist ganz gut. Oh, meine Hyänen sind tot. Bitch. Jo. Das ist nice. Oh mein Gott, die Truppen sind auch tot. Scheiße. Na egal. Was da rein? So, was haben wir hier noch? Das hier. Hä? Nochmal. Außerhalb der Reichweite zu verarschen, jetzt aber. Babam, da bist du verblutet, Kollege. So. Ich habe ganz schön viele Einheiten verloren, aber. Naja. Kann man nichts machen.